Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Train Sim World 4 auf der Arosa-Linie. Arosa südwärts, zuletzt hatten wir Arosa nordwärts gespielt, da sind wir bergab gefahren. Jetzt das Ganze, wahrscheinlich so wie es aussieht. Ja, es ist exakt dieselbe Strecke, genau derselbe Streckenverlauf. Wir fahren ihn nur, denke ich mal, jetzt einfach mal bergauf mit der GE442RHB. So, auf geht's. Würde ich sagen. Was ist das denn für ein nettes Bildchen? So, Arosa südwärts. Mit der Rätischen Bahn. Willkommen am Bahnhof Chur. Sie wurden heute für den ersten Zug des Tages mit einigen zusätzlichen Güterwagen eingetragen. Steigen Sie... Dass das immer so schnell geht. Ja, die Güterwagen hängen aber hinten schon dran. Ganz nett hier, ne? So. Ja, rüsten wir erstmal auf. Ab in den Zug. Jetzt muss ich erstmal gucken. Es ist jetzt tatsächlich schon eine Woche her, dass ich... Rückspiegel, die machen wir an. Ich stelle die Instrumentenbeleuchtung mal auf Maximum. Was haben wir hier noch? Regel, Fahrplanbeleuchtung brauchen wir aktuell nicht. Zugbeleuchtung machen wir mal ein. Das war, glaube ich, Abteil und so Zeug, ne? Wollen wir mal gerade gucken. Ich bin nämlich selbst jetzt schon wieder Zugschlussbeleuchtung. Stelle ich mal auf 1. Führerstand. Fahrtbeleuchtung, genau. Das war 1 und hier war, glaube ich, 2, ne? Glaube ich, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Wie gesagt, ist eine Weile her. Wir müssen den Hauptschlüssel noch drehen. Fahrtwender. Das war's eigentlich schon, ne? Also klar, bis auf die Bremsen, ne? Vakuumbremse auflösen. Ah, genau, das Zugführerbremsventil müssen wir auch noch lösen. Und dann kann es, glaube ich, losgehen. Ach ja, das Ding hat ja so unglaublich direkt reagiert, ne? So, wir sollen erstmal an... Wir sollen Chur Nord sollen wir anhalten. Das ist aber, glaube ich, noch kein Bahnhof, wenn ich das richtig sehe. Ist auf jeden Fall ein rotes Signal. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß, dass wir anfangs mit dem... Dass ich Probleme beim Bremsen hatte. Das muss ich nur gerade selber erstmal überlegen. Das Szenario ist doch etwas anders. Wir starten nicht einfach in einem Bahnhof und fahren los, sondern wir scheinen hier noch auf irgendwelchen Rangiergleisen zu sein. Vorteil ist, es geht bergauf. Wir können also die Physik für uns arbeiten lassen. Und es ist schönes Wetter. Wie war das nochmal, wenn ich einen Zug dabei habe? War das so, ne? An Formation ankuppeln. Ach, du grüne Neune. Das Ganze wird auch noch mit Rangier arbeiten. Ja, dann gehe ich jetzt davon aus, dass die Weiche aber automatisch gestellt wurde, ne? Warte mal. Erstmal Fahrrichtungsschalter rückwärts. Übrigens aufgefallen, gerade die Bremse, die erste, die ich benutzt habe, diese normale Fahrtbremse. Das Signal zeigt rot. Muss ich die Weiche selber stellen? Stellt die sich automatisch? Das ist eine... Jetzt hängt die Kamera hier wieder. Das ist eine, die sich automatisch stellt. Was mich jetzt so stört, ist das Signal. Konnte ich hier einen Fahrdienstleiter... Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Alles richtig gemacht. Wir lösen die Bremse. Dann lösen wir die jetzt auch gleich mit. Jetzt fängt er gleich an, schneller zu rollen. Wir nutzen jetzt erstmal wieder die Vakuumbremse, damit wir den so ein bisschen
sollten wir den so ein bisschen unter Kontrolle behalten hier. Das mussten wir beim letzten Mal nicht machen, ne? So, wir rollen jetzt aus. Das heißt, ich lasse ihn jetzt mal mit 5 km/h schieben. Wir sollen zwei... Ah, gut, diesmal sind die Güterwagen auch beladen, ne? Auf unserer Fahrt bergab waren zwar auch Güterwagen mit dabei, aber die waren leer. Jetzt sind sie voll. Mit Holz beladen. Was ist das für ein Echo? Kommt das durch die Häuser? Mal Fahrstufenschalter ausmachen. Gucken, dass wir da jetzt schön langsam ranfahren. Ah, das kommt gut. So, Bremse anziehen und dann wollen wir mal ankuppeln. Halt. Richtungsschalter neutral, ne? Wir verlassen die Lok. Ja, und es ist inzwischen so, dass ich meine Inhalte tatsächlich habe aus Train Sim World 2 aus der Rush Hour Edition. Ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Gleich die 3 Codes mit dabei. Sprich, wir haben auch jetzt die Bakerloo Line, die Sand Patch Grade und die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen noch mit dazu bekommen. Manuelles Kuppeln, so. So, jetzt sollen wir nach Chur Bahnsteig 2 fahren. Also wie gesagt, jetzt habe ich die Codes halt auch. Die sind gerade am Installieren und dann können wir die Strecken auch wieder fahren. Aber jetzt geht's erstmal mit der Rätischen Bahn den Berge hinauf. Also alle Mann an Bord. Kann losgehen. Bremse lösen und ja, auf geht's, ne? Dieser dröhnende Motor von dem Teil. Ich finde den irgendwie echt krass. Irgendwie dieser Bahnhof hier in Chur, der erinnert noch nicht so richtig irgendwie an so eine kleine Bergbahn. Der ist schon recht groß. Obwohl halt, wenn ich das richtig sehe, auch an den Gleisen ist das Ganze hier ja schon eine Schmalspur, ne? Also wir fahren ja nochmal eine Schmalspurbahn. Optisch würde ich das jetzt sagen. Ich kann mich auch irren. Und sind Busse, da ist richtig schöner Touri-Verkehr. Ja, und wir bringen die Touris jetzt auf den Berg und... Achso, für den Moment sah es gerade so aus, als wenn ich auf dem falschen Gleis bin, aber... Nee, wir sind richtig und ich konnte hier eh nichts verstellen. Stehen schon die ersten Passagiere. Na. Ja, fast perfekt.
Okay. So, ich hoffe, dass die Aufnahme einwandfrei läuft, weil OBS gerade kurz eingefroren ist. Ich hatte gerade das Mikro stumm geschaltet, aber festgestellt, dass das kurz einmal irgendwie. Ja, ich hoffe, es gibt keine Probleme. So, es geht los. Auch hier fahren wir jetzt erst durch die Stadt, ne? Auf der Rückfahrt hatten wir hier Regen. Als wir hier runtergefahren sind, jetzt ist auch schön, schöner, strahlend blauer Himmel. Richtig schön. So, stoppen sollen wir gleich schon wieder in Schurstadt. So ein bisschen was von Trumpsim. Vom Trumpsim hat das Ganze irgendwie. Wie niedlich diese Stadt hier mir auch. Auch wenn es jetzt etwas größere, ich sag mal so eine größere Bergstadt ist. Hat aber schon irgendwie was. Erinnert echt schon so ein bisschen an so einen kleinen Urlaubsort, finde ich. So, das scheint nur eine Bushaltestelle zu sein, weil unsere Haltestelle ist nämlich noch ein, ist noch gute 200 Meter weiter. Und zwar da ist unsere Haltestelle. Genau, da ging es ja hier diesen Flusslauf entlang und dann ging es ja in die Berge hoch. Diese Map ist echt schön. Ich meine, bei der letzten Fahrt konnten wir jetzt leider noch nicht so viel sehen. Mal gerade die Bremse etwas erhöhen. So, da kann es jetzt in die Berge gehen. Kilometer. Auf geht's nach 2. Wir sind zu schnell. Ach so, jetzt ist er auf 25 erst hochgesprungen. Okay. War gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich muss sagen, das Ding hier ist echt einsteigerfreundlich, ne? Ich meine, gut, du hast halt. Signaltechnisch hast du halt schon ein bisschen was, aber du hast im Regelfall, ich weiß nicht, wie viele Züge auf der Strecke RL fahren, aber ich kann mir vorstellen, das werden nicht mehr als 2, 3 gleichzeitig sein. Vielleicht 4 im Takt, dass 2 gleichzeitig bergauf fahren, 2 bergab, ich weiß es nicht.
Aber du kannst hier tendenziell auch als Einsteiger in dieser Simulation nicht wirklich viel falsch machen, weil Bremsen, Fahren, das ist jetzt wirklich nicht so schwer, das Ding hier. Du hast zu 90% ein einfaches Ampelsignalsystem, da kommst du auch relativ gut mit klar. Und du bist halt auch grundsätzlich nicht wirklich schnell unterwegs. Wo man jetzt sagt, du hast jetzt die krassesten Bremswege. Die hast du mit der hier halt nicht. Vor allem, wenn du jetzt bergauf fährst. Aber dafür hast du eine coole Aussicht, muss ich sagen. Hier so schön durch diese Wälder, durch die Berge hier. 150 Meter, 33. Also 30. Verlassen jetzt auf jeden Fall die eigentliche Straße und fahren jetzt auf unserem eigenen Schienenweg wieder. Jetzt kann uns schon mal kein Auto mehr kreuzen. Falls doch, hat der Autofahrer was falsch gemacht. So, jetzt geht's mit 30 den Berg hinauf. Ich glaube, ich habe da eine Lampe an, die nicht an sein dürfte. Und zwar die rote oben, kann das sein? Fahrberechtigung ist aber richtig. Zug... Ach, ich weiß es. Nicht 2, 0. Zugschluss ist angewiesen, ne? Muss mal kurz hinten am Zug gucken. Jetzt gerade nicht ganz sicher. Ah ja, wieder mal noch. Ja, wir haben gar keine Zugschlüssel. Wir haben hinten keinen Waggon, der beleuchtet ist. Während es jetzt hier langsam durch die Schluchten geht. Ja, und reine Güterzüge werden wir, wenn ich das richtig gesehen habe, halt auch noch. Ich komme auch noch dazu. Das ist wirklich der Gegensatz zum letzten Szenario. Letztes Szenario, wo wir bergab gefahren sind, sind wir echt überhaupt zu schnell geworden. Jetzt muss ich teilweise echt aufpassen, dass ich nicht zu langsam werde. Also wenn wir uns Bahnsteig nähern, die sind ja eben nicht am Gefälle gebaut. Dass wir da nicht zu schnell auf so einen Bahnsteig zufliegen, wenn das Gefälle nachlässt. Oder die Steigung, jetzt in unserem Fall ja Steigung ist. Das wäre echt bitter. Jetzt kann man auch mal ein bisschen was begutachten, ja, ein bisschen was angucken. Wir haben in der letzten Folge eigentlich nur Regen gehabt. Ich meine, hoffentlich nicht, weil das kann sich ja noch ändern. Wäre ja mal schön, wenn wir die Berge bei schönem Wetter erklimmen. Vor allem, es wird ja dann irgendwann, wird es ja trotz allem langsam zu Schnee alles. Wenn wir nach oben kommen. Vor allem ist das, diese Bahn echt entspannend, das muss ich ja auch dazu sagen. Und was ich glaube ich letztes Mal schon gesagt habe, du willst eigentlich wirklich nicht schneller fahren. Weil so hast du echt Zeit, du kannst dich hier echt schön umgucken.
man will ja den Fahrgästen, gerade in so einer Bahn, will man den Fahrgästen ja auch was bieten. Da geht es ja nicht einfach nur darum, den Zug von A nach B zu bringen. Ich sag mal, so ein Ding hier, ich vermute mal, das wird auch wirklich so sein, diese Bahn. Das ist auch irgendwo bestimmt eine Touristenattraktion. Kann ich mir gut vorstellen, zumindestens. Ja, ich weiß nicht, warum es hier so ist, aber auf der Linie hängt die Kamera irgendwie immer so ein bisschen. Und ja klar, Dampflok wäre wahrscheinlich schöner, würde hier sogar noch besser reinpassen in die Szenerie, aber ich glaube, das könnte die nicht. Bei 6% Gefälle, du müsstest hier ja schon eine Schmalspur, so eine kleine Dampflok nehmen. Ich glaube, schafft die nicht, bin mir aber nicht sicher. Aber ich meine, die können so 6%, das können die, glaube ich, nicht auf Dauer. Vor allem kann einem der Heizer da noch echt leid tun. Mal 3,7 Kilometer noch. Dieser Abschnitt und der letzte Abschnitt, das müssten, glaube ich, die längsten sein, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Wie gesagt, es ist eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Aber ich glaube, das waren die Abschnitte. Der war sehr lang und der zum finalen Bahnhof müsste sehr lang sein. Die anderen gingen von der Distanz, glaube ich. Wie ich einfach nicht hier runterfallen möchte, ne? Ganz ehrlich. Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt Höhenangst, aber wenn man sich das mal überlegt, wie steil das da runter geht. Und da unten ist halt Wasser. Ja gut, Wasser bremst, aber wenn du erstmal mit deiner Lokomotive da runtergerutscht bist, ich glaube, dann interessiert dich das auch nicht mehr wirklich viel, ob da Wasser ist, also ob du weich landest. Weil ich glaube, einen Gurt hast du in den... Ja, einen Gurt hast du logischerweise nicht. Brauchst du ja eigentlich auch nicht. So, jetzt geht's erstmal wieder der ganze Zeit nur durch den Tunnel. Und ich meine, irgendwann müsste ja Schnee anfangen. Ich weiß jetzt halt nicht die Jahreszeit, in der das jetzt das Szenario gespielt hat, aber da wir aus dem Schnee ins Grüne gefahren sind, gehe ich mal davon aus, dass es jetzt eben andersrum sein wird. Hängen wir hier schon wieder. Was ist das denn für eine coole Brücke da? Ach, das war wahrscheinlich mal eine alte Brücke, ne? Gerade rechts neben uns diese grasbewachsene Brücke. Es geht übrigens nicht mehr bergauf. Und das sage ich ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Oh, wir dürfen wieder schneller fahren. Aber wir kommen näher. 2 Kilometer. Dann haben wir den ersten Bahnhof erreicht.
Können wir meinetwegen mal in den Fahrplan gucken, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie die Stationsabfolge war. Was war das hier nochmal? Ach, das waren die Scheibenwischer. Die brauchen wir ja Gott sei Dank nicht. Die brauchen wir ja Gott sei Dank nicht. So, nach dem Tunnel vermute ich mal. Sind wir in Lünen. Lyon-Castile. Ich hoffe, ich spreche die Orte richtig aus. Ist halt nicht immer unbedingt einfach. So, und der Tunnel war es tatsächlich. Danach kommt der Bahnsteig. Oh, und ich sehe gerade noch was, was mir auch jetzt erst auffällt. Wir halten gar nicht an, ne? Über einen Ort fahren. Sehe ich jetzt erst. Wir halten gar nicht an. Auf der Rückfahrt haben wir doch... Also im letzten Szenario haben wir doch angehalten, ne? Oder? Aber jetzt fahren wir drüber weg. Hier steht nur über einen Ort fahren. Gut, dass ich das jetzt doch gesehen habe, bevor wir angehalten haben. Oder sind wir hier letztes Mal? Warte mal. Oder sind wir da letztes Mal auch dran vorbeigefahren? Gerade nicht mehr sicher. Ich meine, wir sehen den Bahnhof gleich. Hinter dem Linksknick da hinten müsste das sein. Doch, ich glaube, da haben wir letztes Mal gehalten. Da steht ja auch eine Bahn, ne? So, wir fahren jetzt einfach drüber weg, ne? Der wird sich jetzt gleich in Bewegung setzen, wenn wir vorbei sind. Wir fahren direkt, ne? Wir fahren komplett hoch, kann das sein? Über einen Ort fahren. St. Peter Molinis. Wir sollen gar nicht anhalten. Wir fahren... Warte mal, wir gucken jetzt mal rein. Ich glaube, wir fahren durch, ne? Über einen Ort fahren. Nee, Langwies Bahnsteig 2 halten wir an. Lizzi Rütti Bahnsteig 2 halten wir an. Und...
Arosa halten wir. Ja, gut, klar, Endstation Arosa halten wir. Also dreimal Halt haben wir. Wir fahren jetzt noch über einen Ort drüber und dann kommen unsere Haltestellen. Also ein klein wenig Weg ist es dann doch noch. Texturfehler. Da lugte gerade ein Baum durch den Tunnel. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal Großteil der Strecke durch. Ist jetzt aber irgendwie immer noch kein Schnee, ne? Echt schade. Ja, oder es lag wirklich an der Jahreszeit, ich weiß es nicht. Kann ich das Datum irgendwo sehen? Ja gut, wir sind jetzt mehr oder weniger im Sommer unterwegs, 11. Juni. Ja, ich denke mal, wir müssten eigentlich schon Schnee haben. Dann lag es an der Jahreszeit. Ich denke mal, da kriegen wir jetzt keinen. Weil ich glaube, zumindest ist es leicht frostig, müsste der Boden dann jetzt schon sein. Ah, gerade gestoßen. Weiß nicht, ob er zum Mikro gehört hatte. Das da unten rechts gleich, das müsste. Ja, das ist die Haltestelle, ne? Da hinten. Ja, jetzt beim Tunnel. Schade. Ja, gut, und jetzt siehst du sie nicht mehr. Aber das ist halt auch krass, wie weit du teilweise gucken kannst, wenn die Schlucht das hier zulässt. Sind jetzt im Übrigen auch schon eine halbe Stunde unterwegs. Ich glaube, eine Stunde war das Szenario angesetzt. Also die Hälfte haben wir schon. Gut, wir haben ein bisschen rumgeblödelt, noch ein bisschen rumgestellt hier. Also plus minus 10 Minuten, würde ich sagen. Nicht mal 10 Minuten, glaube ich. Das Ding hat CO2-Löscher. Beruhigend. Boah, warte mal, jetzt irgendwie? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, jetzt sah es so aus, als wenn so leichter Raureif auf dem Glas, Glas, genau, auf dem Gras liegt. Aber ich glaube, das täuscht. Das ist so das Sonnenlicht, das ein bisschen blöd steht. Mir ziemlich sicher, dass wir ab hier schon Schnee hatten. Also werden wir die Berge jetzt im Grünen begutachten? Ohne Schnee. Alleine wenn du nur aus dem Fenster guckst, wie das teilweise, wenn die Bahn nach rechts oder nach links abbiegt, wie das aussieht, wenn die sich so dreht.
So, da hinten kommt gleich der nächste Bahnhof, den wir überfahren. St. Peter Molini oder Molinis, wie man es auch immer ausspricht. Boah, wie ich hier oben einfach kein Bauarbeiter sein möchte, ne? Allein diese riesigen hier Strommasten. Ja gut, ich sag mal, die werden großteils, glaube ich, mit Hubschrauber aufgebaut. Könnte ich mir jetzt so ein bisschen ja das vorstellen, weil wie willst du hier einen LKW hinkriegen? Das ist tendenziell möglich. Gut, mit der Eisenbahn vielleicht, aber nicht diese riesen Dinger hier. Auch wenn die aus Einzelteilen bestehen, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen vermute ich mal, hier wird wahrscheinlich eh viel mit Hubschraubern gearbeitet bei sowas. Bei solchen Bauprojekten. So, jetzt muss ich mal kurz hier rechts gucken. War jetzt gerade ein bisschen maximal verwirrt. Ich bin im Hintergrund gerade wie üblich am Rendern. Und ich bekam jetzt gerade den, muss ich gleich mal nachschauen, den Hinweis, dass ich die... Also nach circa 20 Minuten Rendern sagt er mir, dass ich die Datei schon mal... Dass ich die Datei schon habe, also dass ich die Folge schon mal gerendert hätte. Ist ja nicht unmöglich. Wie gesagt, war jetzt eine Woche nicht mehr dran, aber das Kuriose ist, warum sagt er mir das jetzt erst nach 20 Minuten? Wie die ganzen Bahnen hier auf uns warten müssen. Aber gut, das ist halt so, ne? Kann uns irgendwann genauso ergehen. So, jetzt der erste Haltehinweis. Langwies, Bahnsteig 2. In 4,1 Kilometern. Oh, und jetzt haben wir auch erstmals eine Ansage, ne, wann wir ankommen sollen. 6.57 Uhr, 51 haben wir es. 6 Minuten noch. Könnte knapp werden. Aber wie gesagt, ich glaube, bei so einer Bergbahn, da kräht jetzt kein Hahn nach, wenn die 5 Minuten später kommt, ne. Gut, ich sag mal, wenn du oben jetzt ganz oben bist, hier Arosa, deinem Urlaubsgebiet, willst nach Hause fahren, hast eine feste Busverbindung, vielleicht dann noch eine Zugverbindung an einem richtigen Bahnhof. Gut, dann kann es vielleicht sein, dass sich das schon ärgert, wenn die später kommt. Die Bahn, aber ich denke mal, im Regelfall macht das bei den Dingern jetzt nichts, bei diesen kleinen Bahnen. Ich kann mir vorstellen, dass halt zu 90% der Touri-Verkehr auch mit dem Ding fährt. Vielleicht ein paar Pendler hier, die hier leben. Ich denke aber, hauptsächlich wirst du hier wahrscheinlich Touristenverkehr haben. Schön den Berg hochschlängeln.
Ja, obwohl 4 Minuten haben wir noch, ja, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es ja pünktlich. 3 Minuten 20 haben wir noch. Ah, nee, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Wir kommen nicht pünktlich. Ich glaube nicht. Jetzt genau noch 2 Minuten, 2 Kilometer. Kilometer in der Minute schaffen wir nicht. Nicht bei der Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ich glaube auch einfach bei den Kurven hier schneller fahren ist da halt auch wirklich nicht. Also damit würdest du wirklich ein unnötiges Risiko eingehen. Jetzt kommen so langsam die schönen Berghütten hier wieder zutage. Wir waren bei 6.55 Uhr bei 2 Kilometern. Jetzt haben wir 6.56 Uhr, jetzt kommen wir 200 Meter, 300 Meter geschafft. Aber dann ist das halt einfach so. Aber weit ist es ja wirklich nicht mehr. Wieder über eine große Brücke. Ja, irgendwie die Kamera, ich blick da auch noch nicht so ganz dran lang. Die spinnt immer so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe keine Höhenangst, aber von diesen Brücken, ich sag mal, habe ich schon Respekt. Also, wie gesagt, da möchte ich einfach nicht runterfallen. So, jetzt haben wir noch 1 Kilometer. Jetzt haben wir noch 1 Kilometer. Nicht mal mehr. Wir sind gleich in Langwies. Gehen die Bergstraßen runter.
So, 500 Meter noch. Na, parallel zur Straße fahren wir jetzt. So, jetzt kommt gleich eh eine Geschwindigkeitsreduktion auf 30, meine ich. Und da ist unsere Haltestelle. Und auch hier wartet schon ein Zug. Gut, das ist klar, wir sind ein bisschen spät dran. Halten jetzt, glaube ich, gerade auch mehr oder weniger den ganzen Fahrbetrieb hier auf. Haben wir doof geparkt, ne? Kann das sein? Ich habe die Türen entriegelt. Warum geht das nicht? Türen verriegelt? Hä? Dein Ernst jetzt? Linke Seite? Da habt ihr euch jetzt aber... Ich stehe auch mitten auf dem Bahnübergang. Ja gut, dass ich auf dem Bahnübergang stehe, das kann ich eh nicht ändern. Ach so, durch die Güterwagen. Der muss jetzt noch auf uns warten. Tatsächlich ein bisschen blöd geparkt gerade. Haben wir tatsächlich ein bisschen blöd geparkt. Obwohl, ich glaube, dieser eine Meter hätte jetzt den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Ach so, Fahrschalter war ja schon auf Null. Jetzt dürfte er gleich auch losfahren. Gehe ich mal von aus. Ja, jetzt fährt er auch los. So, nächstes Ziel. Lizzi-Rütti, Bahnsteig 2 in 2,4 Kilometer. Das könnte tatsächlich die Hütte da hinten sein, die man sieht. Ich bin mir... Wäre in der Theorie möglich, dass das da oben schon ist. Weil das Haltezeichen da, das ist direkt über diesen Hütten. Das ist möglich, dass das da sogar schon ist. Ach, das ist diese... Warte mal, ist die das schon? Oh, diese Kamera. Geh weg jetzt. Das ist die, ne? Das ist die Brücke, die in der letzten Folge so krass beleuchtet war. Weil hier sind wir ja auch... Da sind wir ja drauf zugefahren... Das ist die. Boah, der reißende Fluss da unten. Das ist die. Hier hatten wir letztes Mal definitiv Schnee, also dann lag es an der Jahreszeit. Dann waren wir, glaube ich, zuletzt im Herbst unterwegs. Ich weiß es nicht. Herbst vielleicht früher, ich kann es nicht sagen. Jetzt aber auf jeden Fall im Sommer hier. Obwohl, das sind schon die Hütten, die wir von da hinten gesehen haben. Ne? Also da passt es doch nicht ganz. Obwohl, von der Brücke kannst du noch weiter ins Tal gucken. Könnte auch da hinten sein. Auf jeden Fall ist es nicht weit. 1,6 noch.
wackelt gerade ganz schön, ne? Wackelt so ein bisschen. Oder kommt mir das jetzt gerade nur so vor? Aber bergauf fahre ich auf jeden Fall lieber mit der Bahn. Ah, OBS ruckelt schon wieder so ein bisschen. So, weniger als Kilometer, da sind wir da. Ich glaube, dann als nächstes überfahren wir wieder einen und dann kommen wir nach Arosa. Dann sind wir, glaube ich, auch schon da. Haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt kommen wir in den nächsten Ort. So, 200 Meter hinter der Kurve, genau. Und mal kein Zug, der auf uns warten muss. Schön ist, dass es hier schon wieder ein Stückchen bergauf geht, glaube ich. Ja, Haspelgrube, da fahren wir jetzt drüber weg. Einem Kilometer und dann geht's nach Arosa, dann geht's zum Ziel. Und das war ja auch ein sehr langes Stück. Entsprechend sind wir jetzt eine Weile unterwegs. So, die Haspelgrube kommt jetzt.
fahren wir jetzt direkt drauf zu und dann mal gucken, wie weit es noch ist. Also gut, 700 Meter jetzt noch bis zur Haspelgrube. Einfach mal. Kann ich den Dingens anmachen? Nee, ne? Ich sehe den gerade, den Ventilator, aber es geht leider nicht. Schade. War ja auch noch ein nices Gimmick gewesen. So, jetzt kommt die Haspelgrube, an der wir vorbeifahren. Was ist denn das? Bahnhof ist es nicht. Das ist wahrscheinlich nur so ein Nebengleis, ne? Falls zwei Züge aufeinander zufahren müssen, weil das so weiter strebt, weil das so ein weiterer Weg ist. Ja, da vorne Arosa Bahnsteig 1 Nord. Unser Ziel in 1,3 Kilometern. Sprich, wir sind gleich da. Ein letztes Mal noch durch die Berge winden. So, ein Kilometerchen noch. Wobei, schwer zu sagen, weil wir gerade ziemlich parallel zum Haltepunkt fahren. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Kilometer noch. Jetzt fahren wir auch gleich einmal schnurstracks in die falsche Richtung, aber gut, das ist halt der Weg, wie die Schienen gelegt sind. Das kann ich halt nicht beeinflussen. Thank you.
So, da vorne wird er uns schon angezeigt. Auf unserer kleinen Hilfestellung. Wir haben den Gipfel erreicht. Wir haben Arosa erreicht. Grünes Signal, klar. Und ich denke mal, da schließen wir die Fahrt ab. Hier ist nochmal irgendwie ein Güterbahnhof. Arosa ist echt groß, ne? Wohl so weit oben, aber wenn man da sieht, da die großen Häuser da oben. Ist schon gewaltig, vor allem so an so einem Hang gebaut, wie krass das ist. Das ist schon ein Bild, wenn du so auf die Stadt dazu fährst. Bitte. Was habe ich falsch gemacht? Ich darf nicht mehr. Okay. Ist nett, wenn einem sowas im Tutorial nicht erklärt wird. Warte mal, ich ziehe jetzt erstmal die Bremse an. Ich kann den Hauptschalter nicht anwählen. Warte mal, Bremse war drinne. Ja, warte mal, Fahrschalter vielleicht. Neutral. Neutral. Leuchtet hier vielleicht jetzt auch mal irgendwas, dass ich mal weiß, was hier los ist? Türen, was haben wir da? Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's begriffen. Jetzt weiß ich, was das Ampelsymbol bedeutet. Grün ist alles gut. Bei Gelb muss ich wahrscheinlich hier drauf drücken auf ZS. Ich weiß nicht, was ZS ist. Scheinbar war da, müssen wir beim nächsten Mal drauf achten, wenn das anfängt zu piepen. Scheinbar möchte er mir damit irgendwas mitteilen. Naja gut, wieder was gelernt, ne? Ja, es ist tatsächlich, wenn ich Kreis drücke, es ist eine Sicherungstaste. Sowas wie eine PZB, aber ich hatte jetzt doch nur grüne Signale, glaube ich, ne? Oder hatte ich eben gelbes? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Dass er darauf reagiert hat, aber dann hätte er doch bei den anderen Bahnhöfen ja auch schon reagieren müssen. So, wir sind da. Oh, hier schön ein See. Wie cool ist das denn? So, auf jeden Fall haben wir den Weg nach oben geschafft. Um es jetzt zu verkacken, glaube ich. Oder auch nicht.
Vielen Dank für das Beenden der Aufgabe. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Jo, dann haben wir das auch geschafft, ne? Jetzt haben wir auch gelernt, wofür die Ampel da ist. Alles gut. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Train Sim World 4 hier auf der Arosa-Linie wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.